Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Mero Bogota, Official Video. Mero ist am Start. Ich glaube, sein Album kam vor einem halben Jahr. Jetzt nächstes Album ist am Start. Er ist zurück. Leute, das Video hat zwei Teile. Ich versuche ein bisschen schneller zu reden. Zwei Teile sind am Start. Erstes Teil ist Verlosung. Erster Teil, Verlosung. Zweiter Teil, Reaction. Ich fange erstmal mit der Verlosung an. Und zwar, wenn sein Album rauskommt, werde ich einmal... So, also das kann einer von euch gewinnen. Hier, dieses Mero-Shirt. Facecam ist spiegelverkehrt. Hier, Mero-Shirt an der Seite das. Und hinten steht auch noch Mero Live. Und dieses T-Shirt eben. Und noch diesen Long-Shirt, auch vom Shop mitbestellt. Hier an den Seiten stehen. Ich kann das jetzt nicht komplett zeigen. Ich versuche mich ein bisschen ranzuhalten für die Reaction, damit das Video nicht zu lang wird. Das kann einer gewinnen. Was ihr einfach nur dazu tun müsst, ist, mir auf Instagram zu folgen. Mein Konto ist privat, deswegen könnt ihr direkt auch schnell machen. Ich nehme auch direkt die ersten. Ich habe privates Konto auf Insta. Instagram-Name steht da. Folgt mir auf Instagram und abonniert den Channel. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und ich überlege noch, ich habe ja das Album ja Hero Ya Mero verlost und diese CD habe ich mir noch geholt. Diese CD noch mit reinzutun oder noch einem extra jemanden zu geben. Und Leute, ich werde auch noch, ich bin am überlegen, sage ich euch bei der zweiten Single von ihm dann direkt Bescheid, ich bin am überlegen, sein Album dann noch zu holen und das Album noch an jemanden zu verlosen. Alles dann wird auf Instagram gemacht. Folgt mir einfach auf Instagram und dann kommt, werde ich bei der zweiten Single sagen, wie man das gewinnen kann. Einfach nur jetzt folgen, damit ihr Bescheid wisst. Ich sag euch ehrlich, ich will euch nicht verarschen oder so mit ich liebe euch vom Herzen und so. Hier, das habe ich für euch geholt. Bei einer Verlosung habe ich was davon und ich kann euch was zurückgeben. Und ich sag ehrlich, ich küsse eure Herzen für die Kommentare und wir wachsen echt wirklich stabil. Und da gebe ich euch das hier zurück. Also ein T-Shirt, ein Longshirt, eine CD und Album. Sag ich euch bei der zweiten Single, ob Albumverlosung dann mitkommt. Ich sag mal so, 80% will ich noch Album mit auch verlosen. So bin ich zu 88% entschlossen. So, das zu dem Thema. Jetzt haben wir genug Verlosung gemacht. Instagram-Name steht da. Ihr müsst einfach nur folgen, dann nehmt ihr teil. Hier, CD von der ersten. Album ist auch am Start. So, Verlosung. Nehmt gerne teil, Digga, nehmt gerne teil. Vor allem, ihr habt große Wahrscheinlichkeit, weil ich bin kein riesen YouTuber mit Millionen Followern oder so, deswegen. Und auf Instagram bin ich noch, was heißt klein? Ich bin stolz darauf, aber... Auf Instagram ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr gewinnen könnt. Und ist eine Insta-Verlosung. Von daher, das zu dem Thema. Bogota ist am Start, Leute. Jetzt, wir konzentrieren uns auf das Video. Der erste Teil ist vorbei. Zweiter Teil beginnt. Gucken wir mal. Jetzt ist es offiziell. Kein anderer Newcomer hat es direkt so weit geschafft. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich lass gleich durchlaufen, Leute. Ich lass gleich durch. Ich muss Handy wegpacken, Bruder, weil Störsignale sein Vater dann kommen. Dieser an bei Capital, der Bratan bleibt der gleiche. Er ist der erfolgreichste Rapper, das und das. Und dann waren die Fans, glaube ich, da. Und das ist jetzt, er hat mich daran erinnert. Jetzt aber. Alles komplett rasiert. Aktuell spricht wirklich ganz Deutschrap über ihn. Mero bricht erneut die Rekorde. Wie erklärt ihr euch den Erfolg von Mero? Sollen denn in 14 Tagen 80% der Deutschen diesen Song hören? Platz 1 in den Charts und Spotify-Rekorde. Neue Erfolge für Mero. Mero, zweite Nummer 1 in Folge. Baller los, Hobby Hobby. Dann war Ferrari auch auf Platz 1, dann Wolke 10 auch. Wir müssen aber auch eine Sache sagen. Ya Hero Ya Mero, er hatte seinen Todeshype. Und bei Unikat, bei seinem Album, wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man sehen, sieht man auch, die Zahlen gehen zurück. Und ist aber, ich sag mal so, du platzt, du kommst auf einmal rein und du platzt komplett, hast den krankesten Hype. Es ist klar, dass man diesen Hype nicht hält und dass der Hype zurückgeht und dann du nur noch deine Fanbase hast. So, von daher... Aber er hatte wirklich den krankesten Hype, Junge. Diese Zeiten, Digga, als er einfach neu kam mit Baller, los! Ich hab gelernt zu fliegen, erst bei Gegenwind. Jeder redet, doch ist nach einem Tag in meinem Leben stimmt. Wollt aus Favelas in den Porsche Panamera springen. Deshalb gebe ich ein Fick drauf, was ein Arbeitgeber will. Seit ich rappe, ist jedenfalls die Hoffnung aller Götter, jeder kann... Üff, chill. Hä? Das ist aber gar nicht Bogota. Bogota haben wir ja auf die Hörprobe reagiert. Na, 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 na. 10 Pakete im Motorola. Die wollen wir immer. Der Beat war mal ganz anders. Ich versuche gerade zu denken, warum er das gemacht hat. Bogota, der Song war ganz anders. Von der Hörprobe.
Arbeitgeber will, seit ich rappe, ist jetzt die Hoffnung aller Gottes, jeder kann Akquid Manager und sucht einen Mittel. Erst kommt der Fleiß, dann Blut, drin den Scheiß, dann der Hype und am Ende der Night, als Echo. Neue Rekorde im Wochentag, du nutzt so wollen, was ganz locker und trotzdem reden manche hier nur von Unfair, die Tats unter Hype und Erfolg, dich am Hunger liegt, du kleiner. Boah, Junge, was ein Flow, schön, so will ich ihn auch sehen, so will ich ihn auch sehen und ich war echt traurig. So, weil bei Baller los und so, als er gestartet hat, hat er seinen Flow komplett rausgehauen, gezeigt, dass er rappen kann. Und mit jedem Song immer mehr, ich habe das immer mehr vermisst. Und dann dachte ich mir, Bruder, warum zeigst du nicht diesen aggressiven, schnellen Flow, wie er gestartet hat? Aber ich glaube, er wird so kommen. Und ich hoffe es auch, Digga. Noch von Unfair, die Tats unter Hype und Erfolg, nicht am Hunger liegt, du kleiner Pütz. Wallah, keine Geduld, Mann, ich bin jung, gesund, will mehr Klunker. Ein paar Batzen sind schon gebunkert, habe aber dafür zu viel Last auf die Schulter. Ich habe das Spiel mit dem Feuer gehasst, aber nie Paranoia gehabt. Damals haben die Leute gelacht, denn ein Macher wird bisher es schafft, nur ein Träumer genannt. Boah, Junge, auch hier, ne, das, was ihr da seht, wegen Auge und so, dass man nicht Auge machen soll auf ihn. Ich glaube, ich weiß, warum er das gemacht hat als Anfang von Bogota. Weil, ihr habt mich totgespammt, Junge. Okay, eine Nachricht hat gereicht. Mehmet Bogota wurde geleakt. Ich glaube, er hat das extra so gemacht, weil viele dann sich den Leak dann gegeben haben. Kann ich mir vorstellen, deswegen dieser Anfang. Ich bin ein oh, hä? Oh, aha, okay. Ist das dann ein anderer Song gewesen? Ist das dann hier ein anderer Song gewesen, dass wir ein bisschen von dem Song gehört haben? Oder ein Part einfach? Können wir gerne reinschreiben, vielleicht hat er was dazu gesagt. Und sie ist tödlicher als Corona. Meine Gang ist wie Bogota. 10 Pakete Motorola. Jetzt ist er da. Das ist der Beat, das ist die Hörprobe, auf die wir reagiert haben. Und ich freue mich, dass er mit Bogota angefangen hat. Er hat ja vieles auch in seiner Story gepostet mit. Und da ich habe ja ein Video gemacht, alle Hörproben. Ich habe auf alle Hörproben reagiert. Und ich muss aber sagen, von den allen habe ich Bogota fand ich am besten. Weil ich mag einfach diesen aggressiven und schnellen Flow von ihm. Und sie ist tödlicher als Corona. Ich bin mit Dachis für Fetzen Marmeter. Habe noch Nana Peter. Glaub mir, Ruhe an dem Tisch sitzen keine Verräter. Day-Date und doch die Date. Just ich hol die Patik später. Zu viel Designer, heute Frosty, morgen Italiener. Ich bin ehrlich, ich war ekelhaft. Mit 16 Jahren mehr Straße gewesen als du Pitch in deinem ganzen Leben. Was? Genau, das war die Hörprobenstelle. Uff. Ich muss sagen, Beat knallt. Beat zerfetzt. Beat kommt schön rein. Aber dafür, dass ich das kannte jetzt hier. Ist jetzt nichts Neues für mich, ne? Aber das hier alles davor, komplett neu, komplett Überraschung, Alter. Was man in der Siedlung macht, bei uns im Feed 28, wir ficken das Gesetz, weil man sonst keine Perspektive hat. So viele Junkies auf Nack-Nack. Tach-Tach macht mein Tabanja, wenn ich es satt hab. Pflaster. Ich lauf raus, denn ich bin ready. Dreh paar Runden, bunkert der Kanak, das Baggy vor sein Daddy. Nice. Das ist so dieser Sound, dieser Auf-die-Fresse-Sound einfach. Und ich sag euch ehrlich, guck mal, ich heb das hier nochmal hoch. Und das hatte ich hier, Digga. Das hatte ich bei diesem Album, bei Baller los hatte ich das. Bei Hobby Hobby hatte ich das, Junge. Direkt die, so wie er einfach angefangen hat. Bei Träume werden wahr war das da. Bei NS Metal war auch ein heftiger Flow am Start. Das hat er hier gezeigt. Und das ist immer weiter zurückgegangen, diese Richtung. Und deswegen habe ich das auch vermisst und fand das halt ein bisschen scheiße, dass er in diese andere Richtung gegangen ist. Das ist so die Richtung, finde ich, die ihn ausmacht. Egal ob Easy oder Cannabis, locker easy, weil ihr alles geht. Und wenn du ziehst, gibt es noch Baba J. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Boah, ja, Mann, das ist auch die Hook. Ich mag die Hook. Es ist halt, ne, typisch Mero, das in den Parts zu flowen und rappen. Und in der Hook einfach diesen orientalischen Gesangsstimme raushauen. Das ist auch das, was ihn ausmacht. Das ist einfach das, was ihn ausmacht. Und das finde ich auch gut. Und dass er da immer geblieben ist, so soll es auch sein. Zum Musikvideo habe ich gerade noch ein bisschen wenig gesagt, weil ich die ganze Zeit auf Musik eingehe. Wir wohnen immer noch auf Schussbrücke. Und sie ist tödlicher als Corona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Wir wohnen immer noch auf Schussbrücke. Und sie ist tödlicher als Corona.
Okay, das habe ich, auch noch nie gesehen, dass irgendeiner mit LKWs und so am Start ist. Auch diese Menschenmasse wegen Corona, ne? Deswegen auch. Und deswegen hatten die auch diesen Mundschutz und so getragen, okay? Sie ist tödlicher als Corona. Ich hatte gar nichts, nur den Willen durchzustarten. Und mein Gang, die motiviert war, keine Zeit mehr umzuwarten. Kam mit 18 in das Game, wusste, wie man entertaint. Die Rekorde stehen noch immer, nenn mich Melanie Chamberlain. Ich ficke Deutschland, Ballon, los wieder von vorn. Immer noch gleich, man fick dein Komfort mit dem Sponsor. Mach ich mehr Parade als du, aber scheiß. Pam! Das wieder. Wieder schneller Flow, wieder auf die Fresse gehauen. Wisst ihr, warum ich das so krass bei ihm feier? Weil die Kunst ist nicht beim Rappen schnell zu rappen. Die Kunst beim Rap ist einfach schnell und verständlich zu sein und eine passende Stimme zu haben. Und diese drei Sachen hat er, Digga. Digga, ich sag euch ehrlich, fick diesen Hate und dies und das und Klicks gekauft und Kai, das ist alles ausgelutscht, meiner Meinung nach. Das ist alles ausgelutscht. Okay, wir haben über das und das gelacht und so, man hat das und das gemacht. Aber Leute, das ist ausgelutscht. Wirklich. Also, wenn ich so Kommentare sehe, auch wenn ihr das für Joke oder so macht, ich finde trotzdem, das ist jetzt ausgelutscht. Gleich, man, fick dein Komfort mit dem Sponsor. Mach mehr Para als du, aber scheiß drauf, Bruder, das kommt vor. Viele Träume, die zerplatzen, jedes Kind wird mal erwachsen. Hab was aus dem Nichts erschaffen und das ist nicht zu verachten. Immer noch schnell unterwegs, auch wenn die Welt untergeht. Corona, Morona, Orana, Borana, glaub es mir keiner ist safe. Corona, Morona, Orana, glaub mir keiner ist safe. Junge, Alter, immer dieses Türkische, immer im Türkischen. Corona, Morona, immer diesen, da wird direkt so, kein. Computer, Momputer, man bringt immer so ein M da dran. Frag mich nicht, warum, ist einfach so. Die Türkisch können, die wissen, was ich meine. Ja, es geht um Leben und Tod. Ich seh nur Elend und Not. Ficke den Hype, alles zu scheinen, Walla, wir kämpfen um Brot. Egal ob Easy oder Cannabis. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen schnellen Part 2, hat mir deutlich besser gefallen, vor allem, weil Part 2 der neue Part war. Aber auch vom Flow-technischen her war er hier, ist er auch gut abgegangen. Ich will nur, was zum Musikvideo sagen. Junge, das Musikvideo hat auf jeden Fall viele Szenen, Alter. Kann auch sein, dass das hier von Mero sein Intro war, was wir hier am Anfang gehört haben. Musikvideo ist auch fresh, Junge. Easy, weil ihr alles geht. Und wenn du ziehst, gibt es auch Baba J. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Schussbord. Und sie ist tödlicher als Corona. Ja, Junge, also ich muss sagen, auch bei Meros Beats, diese Drops, ne, sind immer so chockgüsel gesetzt, ne, diese Drops. Die Drops passen jedes Mal. Jedes verfickte Mal, Alter. Er ist am Start, Digga. Ich muss sagen, Bogota, stabile Single, sagt, was ihr wollt. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Die wohnen immer noch auf Schoßbrot. Und sie ist tödlicher als Corona. Okay. Ich muss auch sagen, okay, wir haben hier Tupac und so alle an der Wand hängen. Er hat auch gesagt mal, dass er eigentlich viel, viel vorher gekommen wäre. Aber wegen hier, ne, Corona und so, alles verschoben wurde, Termine, dies, das, Album musste er verschieben. Sonst hätte er, glaube ich, jetzt 2, 3 Songs schon rausgehauen, weil, Digga, er war ein halbes Jahr nicht da, außer Feature mit Soul King und Brado. Die dachten, von Mero kommt nichts mehr. Es hat neu angefangen. 2020 wird noch ekelhafter als je zuvor. Okay. Could be hard, motherfuck! Das hat mich jetzt gerade wieder auch an Dinge erinnert. Kapital, der Bratan bleibt der gleiche. Der hat ja auch immer dann, als der Song vorbei war, noch so eine Message am hinten rausgehauen. So wie am Anfang mit, er hat Rekorde gebrochen, der erfolgreichste. Kann sein, dass man sich daran inspiriert hat, Digga. Ist auch nichts Verwerfliches, kann man machen. Deswegen. Komm, wen haben wir da am Start? Ich muss kurz wieder mit meine Reaction-Analysen hier. Hier ist Mucho, hier ist EM, Beats, hier ist, glaube ich, ist das Volo 6-4? Komm nur mit Volo 6-4. Okay. Das, okay, neues Album. Wird vielleicht verlost auf Insta, damit ihr auf jeden Fall nochmal Bescheid wisst. Nochmal Werbung raushauen an der Stelle. Okay.
Junge, Seele heißt sein neues Album. Hat er ja auch auf Instagram geschrieben. Also Yahero Yamero, Unikat, Seele ist ein neues Album. Gucken wir mal. Ich sag mal eine Sache. Ich hoffe, das Album hat Songs, die sich alle unterschiedlich anhören. Also unterschiedliche Songrichtungen. Und auch ein bisschen mehr Songs mit heftigen Flows und auf die Schnauze einfach gerappt. Aggressiv. 21.8. Okay, die Verlosung, damit wisst ihr auch Bescheid, geht bis 21.8. vor. Also wenn du das Video nach einer Woche oder so siehst, kannst du immer direkt teilnehmen. Das war's. Bogota, haut rein und ciao.